Hallöchen, liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Green Hell. Ja, wir machen jetzt hier weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir sind ja jetzt hier in dieser, ich nenne sie mal Siedlung. Ja, und wir werden auf jeden Fall dann gleich weiterziehen, so viel steht schon mal fest. Aber davor würde ich ganz gerne hier noch ein bisschen was bauen eventuell. Denn ich finde, das ist schon wichtig, dass wir uns erstmal hier schon so ein kleines Lager zumindest bauen. Ja, und das ist super. Unsere Armbrust, was laber ich da? Unsere Dings ist kaputt gegangen, unsere Hacke. Wir müssen ganz fix mal eine neue herstellen. Ich hoffe, wir haben noch genügend Material dafür. Ja, sehr gut. So, so muss das. Und jetzt kämen wir mal hier nochmal ans Hacken ran. Denn ich wünschte wenigstens dieses kleine Lager hier so ein bisschen fertig machen für uns. Damit wir halt dann hier auch einen Ort haben, wo wir uns etwas sicherer fühlen. Denn wir hatten ja auch schon in der letzten Folge ein bedrohliches Tier und so weiter gesehen. Ja, und davor sollten wir auf jeden Fall Angst haben vor so etwas. So viel ist natürlich auch sicher. So, ich nehme mal die ganzen Stöcke hier mit. Ja, ist eine gute Summe. Den langen Ast hier auch noch. Den langen Ast packen wir hier ran. Können ja auch noch kleine mit ran. Nein, leider nicht. Schade. Nur lange Stöcke. Das finde ich wirklich etwas schade. Gut, dann muss ich ein paar lange wohl erstmal wegschmeißen hier von mir. Moment. Erweitern. Fallen lassen. Erweitern. Fallen lassen. Nochmal fallen lassen. Gut, das sollte so erstmal genügen. Wir fällen noch zwei, drei Bäumchen. Dann haben wir hier erstmal ein bisschen was geschafft. Und ich sehe gerade, wir müssen hier gar keine Bäumchen fällen, denn wir könnten jetzt eigentlich auch ein bisschen Bambus hier nehmen. Dann müssten wir nur die Konstruktion dort ändern. Weil wir haben ja dort genommen, dass wir das aus Holz bauen wollen. Dann müssten wir das nur umändern in Bambus. Das müssten wir, wenn dann, jetzt gleich machen hier. So, ich packe erstmal ganz kurz das Bambuszeug dort hoch. Kann ich das kleine Bambus auch mitnehmen? Muss mal kurz testen. Ja, kleiner Bambusstock. Gut, dann nehmen wir mal ein paar mit. Hier ist noch so ein langer Stock. Noch einer. Perfekt. Direkt mehrere lange Bambusstöcke hier auch nochmal. Bekommen, so. Sehr schön, dann gehen wir mal direkt ins Tagebuch rein. Ins Tagebuchspiel. So, perfekt. Einmal hier Hausbaumenü. Bambusrahmen. Nein. Bambuswand wollen wir. Okay, da brauchst du ja ganz schön viele Dinger hier. 9 lange Bambusstöcke. Okay. Das ist schon eine Summe. Aber gut, nimm das mal in die Hand. Zack, 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 zack. Perfekt. So, dann tun wir die eine lange Bambusstange einmal hier hinten hinlegen. Sehr schön. Gut, und dann holen wir uns jetzt noch ein bisschen Bambus hier, würde ich sagen. Die langen Bambusstöcke. So. Wo ist ein langer? Hier. Hier ist noch einer. Und noch einer. Und noch einer. Ja, also die langen Bambusdinger kriegt man schön dadurch. Ja, und die geben auf jeden Fall auch optisch was ganz gut her, wie ich finde. So, noch ein paar Bambusstücke brauchen wir und danach holen wir uns dann noch ein paar Baumstämme. Und ich denke, an sich werden wir in dieser Folge einfach nur ein bisschen weiter bauen hier. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und dass wir dann nächste Folge erst so richtig weiterziehen. Das könnte ich mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Weil ich würde halt auch noch gerne solche Orte machen, wo ich dann auch Zeug lagern kann und sowas. Sowas würde ich halt am liebsten auch noch mit bauen hier. Wenn ich ganz ehrlich bin. Also sprich so ein Lagerort für Stöcke und Seile und sowas. Sowas meine ich. Gut, Materialien hier hingeschmissen. Hier brauche ich lange Stöcke.
Ja, hier ist halt wirklich viel Bambus in der Nähe, wenn man jetzt hier so drauf achtet. In der letzten Folge ist mir das nicht aufgefallen. Was ist das hier? Tötungsfalle. What? Okay. Ja, da müssen wir jetzt auf jeden Fall aufpassen, immer hier. So viel dürfte damit wohl sicher sein. In so ein Ding will ich jetzt nicht unbedingt reintreten, eigentlich. So, ist hier noch ein langer Stock. Ja. Und das bereitet mir jetzt auch langsam immer mehr Sorgen hier. Denn eins steht fest, die Leute, die hier waren, die wurden angegriffen. So viel ist sicher. Diese Kartellleute, die hier waren. Boah, die Schrittgeräusche machen mir immer wieder Angst. Okay, was ist das? Ah, das ist bestimmt so ein Wildschwein nur. Ja, und hier unten sind hier überall diese Dinger, die dort ins Wasser gekippt worden sind. Schade, dass man hier nirgendwo einen Baum fällen gerade kann. Das ist echt etwas einschränkend so für uns. Muss ich schon mal ganz klar sagen. Wir müssen dringend hier irgendwie nochmal was aus Holz finden, was wir mitfällen können hier. Was aber nicht halt zu weit weg ist. Und eine lange Strecke ist natürlich nur nicht so schön. Jawohl, das kann ich fällen. Sehr gut. Die Holzbretter müssen wir mitnehmen. So. Danach reichen die Bretter auch hier, sehr schön. Also die großen Bretter brauchen wir dann hier nicht mehr. Dann sind jetzt hier vier lange Stöcke oben dran. Vier lange Stöcke. Einen habe ich hier direkt. Ja, die kleineren gehen halt leider alle nicht. Was ich schade finde. Weil was kleinere betrifft, haben wir hier schon recht viele. Hallo? Platzieren? Hallo? Ich will das hier oben platzieren. Okay, jetzt geht's. So, sehr gut. Noch zwei weitere. Aber ja, mit dieser einen Wand, die ich hier habe, da komme ich wirklich besser, wenn ich das dort eigentlich mit Bambus mache. Mit diesen Wänden. Muss ich ja schon mal so sagen. Deswegen, da ich jetzt gerade hier nicht nochmal einen Baumstamm finde, ich nehme direkt nochmal Bambus mit. So. Direkt die zwei Bambusdinger nochmal mitnehmen. Da hinten liegen gerade auch noch ein paar Stöcke. Da gucken wir mal, ob dort noch ein Langer dabei ist. So, dass wir die Materialien hier ablegen. Gut. Dann haben wir jetzt hier erstmal ein paar Materialien noch schön zusammen. Und hier liegt bestimmt noch ein Langer, oder? Jawohl, einen haben wir. Nochmal willkommen jetzt hier. Jetzt brauchen wir noch einen weiteren hier. Ich will das platzieren. Spiel. Ich würde das gerne platzieren. Dann halt hier. Ja. Ja, das mit dem Platzieren, das war schon nicht so nett. Das dauert halt manchmal bestimmt zu viel Zeit, wie ich finde. Vorsichtig hier lang. Na, wir hatten ja auch eben diese Falle gesehen. Wer weiß, hier stehen bestimmt noch mehr Fallen rum. Okay, das ist dieser Weg, den wir in der letzten Folge gefolgt sind. So, langer Stock. Perfekt. Ist hier noch ein langer Stock irgendwo runtergefallen? Nein, scheint jetzt nicht danach. Okay, für das Fundament reicht es auf jeden Fall. Aber es reicht leider nicht mehr für die Wand hier. Das ist etwas blöd. So. Seile müssen hier auch noch ran. Okay, das wusste ich nicht mehr.
Gut, wir haben keine Seile mehr. Ja, aber an die kommen wir schnell wieder ran. Denn hier vorne hatte ich Lianen gesehen. Die wir direkt mal mitnehmen. Dann nehmen wir noch die ganzen kleinen Stöcke kurz mit. Ah, kein Platz mehr, okay. Gut. Wunderbar. Fertig gebaut. Das schöne Ding hier. Jetzt Tagebuch nochmal öffnen. Na, hier haben wir jetzt auch so eine Tötungsfalle. Was haben wir hier? Wassersammler, Bananenblätter, Seile. Ja, okay. Wir wollen aber jetzt erst nochmal so eine Wand hier platzieren. So eine Wand. Die war hier drin. Bambuswand. Langer Bambusstock, 9 Mal. Okay, das war auch eine gute Summe hier, die man hier braucht. Aber ich glaube, an die Bambusstöcke komme ich hier gerade einfacher ran. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, womit ich nicht ganz klar komme, ist das Menü hier. Hallo, ich will das unterste hier. Ich will das unterste. Jetzt legt er sich wieder schlafen. Ich gehe eigentlich genau drauf, das ist das Komische. Der springt auch dann noch so komisch darüber zur Seite manchmal. So, langer Bambusstock. Bambusscheit. Okay. Das würde ich eventuell hier so nach vorne bauen, geht aber nicht. Gut zu wissen. Jetzt legt er sich wieder schlafen. Gut, dann nehmen wir halt eine Bambuswand. Huhu. Gut. Bambuswand? Oder was brauche ich denn für so eine kleine Bambuswand? Okay. Wir können natürlich auch so eine kleine machen. Geht auch etwas einfacher von den Materialien her. Und ich glaube, ich mache das hier vielleicht zu, hier vorne. Hier vorne so zumachen. Ich glaube, das finde ich doch nicht so verkehrt. So. Komm, einmal das große Bambusding zu kloppen. Hallo? Zerfall! Shit! Okay. Seriously? Das will nicht zerfallen. Hallo? Warum zerfällt das denn jetzt nicht? Huhu. Kann man das nicht so zerhacken? Das kann man doch so zerhacken. Aber es nimmt keinen Schaden. Ja, eine Logik, die ich gerade vielleicht nicht verstehen sollte. Kein Blabla, warum das nicht auseinanderfällt. Meine ganze Axt mache ich noch hinüber, deswegen. Gut, dann nehme ich halt die Dinger von hier. So, kommt einmal alle her. Dann nehme ich hier nochmal den mit. Und wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich will ich es schon hier lieber so haben, dass ich das hier groß zu habe. Wenn ich eigentlich ganz ehrlich bin. Okay, jetzt brauche ich hier noch 2 lange Bambusdinger. So, perfekt. Zack. Sehr schön. Tagebuch nochmal öffnen. Jetzt machen wir hier noch so eine große Wand dran. Die würde ich, glaube ich, eher hier in die rechte Seite machen, weil hier halt mehr Natur ist. So. Nehmen wir das kleine Ding uns hier vor. Warum? Jawohl. So ein langer Ast ist hier wieder direkt für uns. Sehr schön, den können wir direkt hier ran machen. So muss das. So. Hier brauchen wir noch lange Bambusstöcke. Kann ich das eine Ding vielleicht jetzt zerhacken? Nein, das geht einfach nicht auseinander. Das eine Teil hier. Schade. So, das nehmen wir auch noch mit. Palmenblätter haben wir jetzt dadurch hier. Jetzt gehen wir nochmal in das Baumenü. Ich muss nochmal direkt noch was anderes gucken.
Palmblatt. U16 Blätter brauchst du da. Kann ich hier oben eins ranbauen überhaupt schon? Ja, könnte ich. Ich glaube, das möchte ich auch eigentlich. Ich glaube, wir machen das einfach mal platzieren. Ob wir es dann zu Ende bauen, das ist halt ein anderes Ding. Also die ganze Blättersumme kommt man halt dann auch nicht unbedingt so einfach. Obwohl, ein so ein Ding gibt halt auch gut Blätter, sehe ich gerade hier. Wir haben hier schon eine gute Summe an sich. Wenn man das sich so anguckt. Ja, perfekt. Alle Blätter her einmal. Ja, doch, man kriegt schon eine ganz gute Summe so dadurch. An sich erstmal hier. Dann können wir hierdurch auch noch mal ein paar Blätter nehmen. Ich glaube, das Dach kriegen wir doch schnell zusammen. So, kommt. Das bauen wir uns jetzt schön hier zusammen. Zack. Perfekt. Schnell die nächsten Blätter nehmen. Sehr schön. Jawohl. Ah, und hier durch das Dach kann man sogar hier speichern. Interessant. Sieh an. Wusste ich nicht mal. Einfach nur, weil hier ein Dach ist, kann man hier speichern jetzt. Gut zu wissen. Und ich glaube, ich mache hier sogar noch einen Eingang ran. Hier vorne. So einen kleinen Eingang hätte ich hier ganz gerne. Moment. Wo ist der Eingang? Ja, das ist der eine. Kleine Bambus. Seiteneingang hier. Ich glaube, den baue ich mir hier ran, den Eingang. Hier so reingehen dann. Immer. Obwohl der größere Weg gefällt mir schon ein bisschen besser. Wir bauen uns den größeren. Hier ist er. Sechs lange Bambusstöcke. Den will ich hier ganz gerne haben. Den Eingang. Hier haben wir direkt noch einen langen Bambusstock. So. Der eine kommt direkt hier noch mit dran. Schade, dass man keine Bambusdinger machen kann. Keine Blätterwände. Das finde ich ganz cool. Wenn man hier jetzt mit solchen Blättern eine Wand bauen könnte. Aber sowas geht ja leider nicht. Trockengestell, Steinfeuer, Bambus-Trockennest. Ich glaube persönlich, ich würde vielleicht noch so eine Tötungsfalle bauen. Direkt hier so davor. Aber gut, wir haben halt jetzt auch das Ding, es wird jetzt dunkel. Moment, und wir sollten uns langsam was zu essen oder so wieder mal reinhauen. Ja, und vieles ist auf jeden Fall auch von uns verdorben. Was nicht so gut ist. Also da müssen wir auch dringend wieder auf die Suche gehen. Nach neuem Zeugs. So viel ist auch fest. Und sicher hier. Gut, die letzte Banane esse ich erstmal. Und jetzt hier erstmal die ganzen Stapeldinger zerstören. Ja, aber das geht echt etwas nervig, muss ich schon sagen. Mit dem Menü hier. Mit dem ganzen Zerstören jedes Mal das ganze Zeug und so weiter. Jetzt komme ich nämlich wieder hier an das eine schlecht ran und so. Ja, das ist wirklich etwas. Ja, nicht so schön, finde ich. Gemacht an manchen Stellen manchmal hier. Gut, wir sollten uns jetzt erstmal ausruhen, also wir sollten schlafen. Das tun wir dann jetzt auch erstmal. Moment, hier konnte ich das. Matratze. Schlafen gehen. So. Gut. thirsty. Okay, unsere Person ist durstig. Nicht gut. Aber hier vorne hatten wir doch das eine Ding. Hallo? Hier ist doch das eine Ding, wo das Wasser reinkommt. Warum kann ich das nicht nehmen? Muss ich da noch was unten drunter stellen? Wir hatten doch mal eine Dose eingesammelt. Wo ist die denn? Huhu, Dose. Das ist sie.
Moment. Ich glaube, das jetzt, so wie ich es mir vorstelle, fallen lassen. Nehmen. Hier unten tropft das Wasser hin. Aber ich kann nichts davon trinken. Ich hätte eigentlich erwartet, mit dem Ding hier kann ich da direkt was raus trinken. Topf Wasser sauber. Jawohl, nehmen wir. Sehr schön. Halt, dann kann ich vielleicht den Topf unten ranstellen, oder? Der Topf geht doch bestimmt. Hineinstecken, ja, perfekt. Ja, und dann kommt dort das Wasser immer rein. Perfekt. Schöne Sache. Was haben wir hier? Ein Holzlöffel. Schokoriegel. Ja, so ein paar kleinere Snacks, denke ich, werde ich jetzt mir nicht direkt hier reinhauen. Ich denke, mit manchen Snacks, die wir hier haben, werde ich so machen, da werde ich abwarten. Wenn wir halt mal nichts anderes haben, dann nehme ich da diese kleinen schönen Snacks, die wir hier so haben. Damit wir da nicht alles sofort verbrauchen. Was haben wir hier für einen Brief? Ein Brief, den ein Mann an eine Frau geschickt hat, okay. Ja, das müssten wir mal anders durchlesen. Jetzt will ich das eigentlich gerade nicht, weil ich jetzt gerade noch im Dunkeln hier etwas Angst habe und zum einen auch, weil ich auch Fortschritt noch machen möchte hier. So, hier ist die Mikrowelle. Hier kann ich, denke ich, was erwärmen, obwohl, nee, ich habe hier keinen Strom. Gut. Ist hier noch was Schönes vielleicht, was ich hier machen kann? Naja, ich brauche eigentlich gar nicht so richtig suchen, weil, sind wir mal ehrlich, jetzt hier in der Dunkelheit gerade sehe ich eh nichts so gut hier. Halt, da lag noch was. Ach, eine leere Dose nochmal, okay. Gut, dann gehe ich jetzt nochmal schlafen hier. Ja, und ich hasse es, wenn ich schlafe und meine Gesundheit dadurch runtergeht. So, Moment, wie nehme ich denn nochmal meine Uhr in die Hand? Nein, so nicht. So auch nicht. Ich weiß leider nicht mehr, wie ich meine Uhr in die Hand nehme. Moment. Hier unten, da habe ich was dran. Aber ich weiß nicht mehr, wie ich es wegmache. Ach, Spiel. Bist nicht einfach, weißt du das? Thirsty. Wie mache ich denn die Dinger dort unten am Fuß ab? Ach, hier einfach so mit diesem komischen Mausding drauf. Ja, dieses Mausding, was wirklich sehr ungenau ist. Wie ich finde. Jetzt komme ich nämlich wieder nicht auf das Ding drauf. Ja, also an manchen Stellen merkt man schon noch ganz klar, das ist halt vom PC. Das finde ich, merkt man an manchen Stellen sehr, sehr stark noch. An manchen Stellen hätte ich mir das nämlich ein bisschen besser so mit dem Controller gewünscht, weil das manchmal nicht so einfach damit geht. Was haben wir hier? Ah, da läuft das Zeug dort rein. Gut. Den Basisbau haben wir dann jetzt eigentlich mehr oder weniger abgeschlossen, würde ich sagen hier. Ich würde dann jetzt nur noch mal was Kleines zu essen mir vielleicht suchen. Das wäre jetzt noch mal eine Idee von mir. So ein bisschen was an Pilzen und so, damit wir da erstmal wieder ein bisschen was auf Lager haben. Nur weiß ich auch noch echt nicht, wo wir jetzt als nächstes lang gehen werden. Ich glaube, unser nächster Weg, wo wir lang gehen werden, wird irgendwie sein, dort unten bei den Fässern. Aber man muss halt auch noch sagen, wir haben halt auch noch einen anderen Weg. Wo wir dieses eine wilde Tier gesehen hatten. Und hier sind lauter Tiere. Riesenkröte. Und so weiter. Wer hat die ausgeschaltet? Und die Maus. Ja, und wir müssten hier mal irgendwie ein paar Pilze oder sowas finden. Da hinten hätten wir ein paar.
Dann weiß ich nicht, ob die Brühe hier so gut tut, wenn wir da reingehen. Denn ich würde sagen, nein. Deswegen bleibe ich mal noch ein bisschen davon lieber weg. So. Jetzt gehe ich hier rüber. Gut. Hier könnten wir dann jetzt auch noch lang gehen. Da drüben sind auch noch mal ein paar Pilze. Am besten halt auch noch mal einen Pilz suchen, der jetzt irgendwie da hilft gegen so einen Parasiten oder so. Ja, der hier war das ja. Gut. Weil das finde ich ist schon nützlich, dass wir so einen Pilz haben. Wow. Immer auf der Reserve am besten. Weil, ja, man weiß nie, wann man das nächste Mal sich wieder so ein Parasiten hier einfängt. Weil zur Not muss ich halt manchmal wieder schmutziges Wasser oder so reinhauen oder habe ich so einen Parasiten. Und da ist halt dann das sehr nützlich. Ja, wir sollten auf jeden Fall unsere Gesundheit ja erstmal ein bisschen höher machen wieder. Indem wir hier ein bisschen essen und so weiter. Ein bisschen was sollten wir auch einfach so mitnehmen für unterwegs. Weil das finde ich ist auch wichtig. Dass wir für unterwegs wieder ein bisschen was zusammenkriegen. Weil halt vieles verdorben ist. Gut. Gut. Haben wir hier sonst noch ein bisschen was so in der umliegenden Umgebung? Wir gehen dann gleich jetzt nochmal zu unserer Basis und speichern dort, denke ich, nämlich ab. Bevor wir dann hier so richtig weiterziehen. Damit wir dann erstmal das gespeichert haben, was wir jetzt hier gemacht haben. Na, gibt es hier noch irgendwas wie von Nüsse oder so? Ein paar kleine Nüsse wären noch ganz nett hier. Aber es sieht jetzt nicht danach aus, dass wir hier nochmal was finden. Aber hier hinten geht es auch extrem weit, auf jeden Fall auch weiter hier. Wenn man sich das Gebiet hier mal so anguckt. Hey, da ist ja auch wieder eine Straße, oder? Ja, das sieht ja ein bisschen wegmäßig aus. Das sollte so nach oben. Gut, ich laufe mal hier kurz hier unten lang. Haben wir hier noch was zum Mitnehmen? Boah, in dem Gebiet findet man echt schlecht Essen. Also das finde ich hier gerade wirklich nicht so gut. Ich fand in dem vorherigen Gebiet, wo unsere Reise begonnen hat, da hat man wesentlich mehr gefunden, was das betroffen hat, so. Finde ich zumindest. Wow, Hilfe. Da war wieder eine Schlange irgendwo. Wahrscheinlich rechts neben mir oder so. So, ich nehme mal die großen Bambus-Dinger. Oh nein, oh nein, oh nein, oh Fuck. nein! Ich habe einen Ausschlag, na super. Ha, mussten die Bambus-Dinger unbedingt darauf fliegen? Ich weiß nicht, kriegt man den Bambus vielleicht auch nach einer Weile so. Den Bambus, den Ausschlag auch nach einer Weile einfach so wieder weg? Das weiß ich nicht. Okay, Tagebuch einmal rein. Einmal hier reingucken. Wo ist das? Bestimmt hier mit drin, oder? Ausschlag. Allergische werden vom Körper mit der Zeit auf natürliche Weise bekämpft. Ein Verband mit Kombination kann beschleunigen. Okay, ja gut, da haben wir doch die Antwort. Das kann auch so automatisch verschwinden. Gut. Dann essen wir jetzt noch was Kleines. Moment, hier könnten wir natürlich auch nochmal einen Verband herstellen. Ja, wir essen jetzt erstmal kurz das hier. Die Pilze hier. Zack. Und was essen wir noch? Nein, den Riegel nicht. Wir essen noch die Nuss. Gut, perfekt. Dann stellen wir jetzt nochmal einen Verband her, denke ich. Den konnten wir dann ja hier raus machen. So, perfekt.
Herstellen einmal. Machen wir auch direkt ein paar Mal, denke ich. Was haben wir denn hier? Steinspeer. Neuer Eintrag. Sehr schön, okay. Den Steinspeer würde ich ganz gerne machen. Tagebucheintrag. Steinklinge, Seil, langer Stock. Okay, einen langen Stock brauchen wir. Hier haben wir doch direkt einen, ja. Herstellen. Gut. Dann brauche ich jetzt noch. Moment. Okay, damit könnte ich einen Bogen herstellen. Interessant. Ja, wollen wir aber nicht. Wir brauchen kurz so eine komische kleine Klinge. Ich habe gerade keine. Ich habe nur welche aus Knochen. Nicht aus Stein. Geht das damit auch? Nein, geht nicht damit. Okay. Ja, also so ein Speer würde ich aber schon eigentlich gerne noch machen wollen. Wenn ich ganz ehrlich bin. So, dann nehmen wir einmal den Stein, erweitern, herstellen. Was brauche ich denn für eine Klinge da? Ein Stein, ein Seil wahrscheinlich noch. Ah, nein, ich weiß gerade nicht, was ich dafür brauche. Nochmal hier reingucken. Stein, Klinge, zwei Steine. Okay, das ist ja simpel. Komisch, aber dass es gerade nicht da stand. Muss ich da dazu direkt sagen. Sehr gut. Wir haben sie. Jetzt Tagebuch nochmal reingucken. Langer Stock. Seil. Gut. Herstellen. Jetzt kommt die Klinge hier mit rein. Und jetzt noch ein Seil. Zack. Steinspeer herstellen. Gute Sache. Ist zwar jetzt nicht der stabilste. Aber an sich hätten wir damit auf jeden Fall eine Waffe. Und eine Waffe kann ja nicht schaden. Gut, Leute. Dann machen wir jetzt hier an der Stelle Schluss mit der Folge, würde ich sagen. Nächste Folge machen wir dann hier weiter. Schaltet da dann gerne ein. Da gehen wir dann auf die Reise. Und ja, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.